Hi. Hi. Servus. Nochmal die Zombies und was? Achso. Was? Ist ja. Diese Stimme ist einfach nur ungewohnt. Aber niedlich. Okay, let's go. Hold on a minute. No, no. Naja. Good to go. Good to go, ja. So, wir haben mal 8 Zombies hier. Hoffentlich mit Missers mehr Glück diesmal. Hoffen wir es, ja. Interessant, wie aber der Boden auch nur während den Phasen giftig ist, ne? Echt? Lauf den Boden mal entlang. Ja klar, weil nur während der Phasen die flüssigen, im Wasser gelösten Giftsporen aus dem Boden auftreten. Als Lockstoff für Zombies und Blumen. Versuch's nicht erst. Doch, ich versuch's und du kannst mich nicht daran hindern. So, also hier am Rand hat sich alles relativ gut erwiesen letztes Mal, wenn ich mich nicht erinnere. Ne? Mhm. Ich werde jetzt immer wieder in Silent Mode zu stellen. Nun ja. So, genau. Kanone und Gatling Laser. Nee, wollten wir auch noch haben, ne? Streulaser. Oder? Streulaser, ja, genau so ist das Teil. Schmerzen schall überall. Schmerzen. Ja. So. Das ist mir zu viel Geld. Das gibst du jetzt gefälligst noch aus. Drück dir mir das in die Hand. Soll ich ansetzen? Auch so ein Fokus wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Wo genau? Ein bisschen was weiter hier oben, vielleicht da. Meine Pfeile bleiben in der Decke stecken. Ja. Also da? Halt da, wo der möglichst viel abdeckt. Guck mal, Lichter am Himmel. Ja. Sieht so unglaublich toll aus. Ich weiß gar nicht, ob der hier durch die Säule durchschießen kann. Wäre interessant zu erfahren. Nur kurzer Test. Gehst du mal kurz aus dem Außenbereitschaftsstatus raus? Hold on, I need more time. Nur was testen. Ja. Dann schon explodieren an der Decke. Jo. Oh Mann. Fun. Achso, ich wollte das noch upgraden, ja, genau. Ja, wollte gerade sagen. Was hier auch exakt passen dürfte. Ach, jo. Haha. Fast als wäre so vorgesehen. Jetzt tun nicht so, als hätte er was geplant. Nö. Aber es wirkt eben so, als hätten die Entwickler das geplant. Hallo, ich steck fest, danke. Ich weiß auch nicht auswendig, wie viel Türme und Upgrades kosten. Okay, an die Sniper muss man sich erstmal gewöhnen. Ja. Und warum sind die rot? Weil die brennen, wegen mir. Oh, das ist gut. Also, das ist sehr gut. Eher glühen als brennen, aber gut, lass mal gelten. Das Problem ist halt, die Viecher stehen ständig wieder auf. Boah. Oh ja, ich vergaß. Ich hätte Phönix mitnehmen sollen. Was für ein Ding? Phönix. Ja. Ja, hab ich auch nicht dabei. Ey, zum Glück noch. Der macht voll wenig Schaden.
du musst mit dem unbedingt Schwachstellen treffen. Ja, auch dann mache ich 3 oder 4K. Mit der anderen Waffe mache ich 10. Mein Problem ist gerade so ein bisschen, dass ich den Doppelsprung gewöhnt bin. Stimmt schon, in der Zeit, die am Boden liegen, machen wirklich viel zu wenig Schaden. Aber ich kann die wenigstens auf Schach halten, ein Stück weit. Auf Schach, nicht in? Okay. Nein, auf dem Schach. Implizite Wehrpflicht auf D3. Wir kommen uns immer noch um einen, okay? Ja, das. Genau, das ist eine gute Taktik. Fokus auf einen. Da. Ich bin MVP in der Runde, wow. Das kam unerwartet. Wenn ich mich daran gewöhnen kann, nur noch einen großen Sprung zu haben und nicht mehr zwei. Und deshalb nicht die ganze Zeit in die Säure rein können. Ach, schau dir an, jetzt ist die Säure erst am Boden. Jetzt ist sie da, ja. Sie wurde von den Zombies erst rausgezogen. Ja, sie sind rausgelaufen. Ja. Ja, aber ich kann mit der Sniper nicht. Ja, kann keiner. Außer natürlich Simon. Wenig Schaden. Nee, macht einfach viel zu wenig Schaden. Wo wollt ihr den Weg lang waren? Weiter geradeaus erstmal, oder? Erstmal ins Slowfeld. Ja, ich habe aber noch 3 Plätze, deswegen. Noch 3 Blöcke. Naja. Was war's mir egal? Gut, so geht's auch. Ich hätte jetzt gesagt, spart die dir für nächste Runde, wenn die Springer kommen. Oder Hüpfer, wie sie ja heißen. Höchst. So, wenn noch wer 150 Punkte hier reinpumpen kann, das wäre ganz toll. Dankeschön. Ich hab Schluck auf. Ne. Hab's gehört. Mute ich mich kurz. Sekunde. So. Bleibst du da weg? Genau, dann packen wir hier wieder da unser Hauptverteidigungsgebiet hin. Jo. Gut. Was brauchen wir sonst noch? Eventuell eine zweite Reihe schon langsam, wo man dann schon erst einen Verstärker hinpacken kann oder so. Jo. Eine Streuselin können wir jetzt noch nicht mehr brauchen. Wir packen da hinten noch doppelte Reihe rein, dann hat sich der Fall. Also wirklich alles nach hier. So. Ich hatte nur vor, noch was zu bauen, wirklich, an Türmen. Oder soll ich einfach noch hier in die Längsseite packen, daneben oder so? Halling, was hast denn du? Fokus? Den kann ich auch nochmal hier vorne hinsetzen. Noch ein Fokus? Ne, den da umsetzen. Achso, dann mach ich das schnell. Wohin genau? Zweite Reihe, hier kannst du den einen Block nehmen, der da einsetzen, wo in der Gegend rumsteht. Ich meinte eigentlich den dahin transportieren, aber gut. Wie meinst du das? Was? Ja, den abbauen und dann diesen Block mittig so, keine hier Ahnung. Hinpacken, so ungefähr. Achso, ja, klar. Was? Hier dann noch nicht. Noch nicht? Wohin dann? Nächste. Ja, entweder hier oder hier. Ja, pack du mal hin. Die ist so schwer. Du musst halt nur die Wand doppelt legen für den Fall, dass, also für die Hüpfer schon, ne? Eben. Wenn wir das machen, können wir auch direkt
eigentlich Türme aufbauen auf die Wand. Ich fülle das jetzt erstmal auf, weil ich meine, für die Runde ist das noch nicht der Fall, also. Jo. Also was ich gelernt habe, für die Zombies einfach Aggro ziehen, das geht recht ziemlich gut. Und dann kümmert sich irgendwer um die Rennviecher, die da rauskommen. Ich könnte noch einen Raketenturm setzen. Das kannst du tun. Und ich merke gerade, dass man nach dem Chili-Kerne-Poolen sich nicht in den Ohren reiben sollte. Warum denn? Weil deine Ohren dann viel zu gut hören. Capsaicin sich in der Haut festsetzt und ich das noch an den Fingern habe. Das war hatte. Viel zu schlaubergerisch. Hallo, du redest mit jemandem, der Chemie quasi als Mittagessen frisst. Das Zeug, das Aua im Mund machst, wenn du die heißen Dinger und scharfen Teile isst. Und jetzt schätzt du mich für dumm ein. Das ist nein. Ein großer Fehler. Das ist keine Einschätzung. Habe ich nicht getan. Das war jetzt einfach eine allgemeine Formulierung für die Leute, die nicht wissen, was Capsaicin ist. Das weiß ich aber. Aber die theoretischen, hypothetischen, fiktiven Zuschauer nicht. Capsaicin ist doch schon ziemlich bekannt. Ja. I'm done. Let's go. Ich kann hier oben nicht drauf stehen. Ich habe ja meine Rückstoßwaffe. Haha. Dann gehe ich einfach hier hinten hin, weil die laufen hier nicht lang. So. Ach, da kommt hier was. Hi. Bye. Mann, wer schiebt mich da runter? Alles Mögliche. Weil die kommen durch. Wir müssen fokussieren. Brauche ich mal Hilfe bei den Zombies? Denn rein kriege ich die nicht weg. Ich halte hier hinten gerade selber noch Zombies auf. Ja, nicht sterben Sie, Mann! Alle mitkommen! Auch du. So wie das nix. Ja, ich mache nicht nur Schaden, als dass ich die auf dem Boden selbstständig zerstören könnte. Das meine ich ja. Aber du stirbst ja immer, wenn einer am Boden liegt. Ja, ich habe einen Down gekriegt, einen einzelnen. Ich auch. Mitkommen. Ach, ein Raketen schubst mich hier runter, wenn die an mir vorbeifliegen. Macht Sinn. Vor allem ziehe ich durch die, durch das ganze Feuer ziemlich gut Aggro von den Viechern. Ja. Übrigens schieße ich dir voll in den Rücken, was selbst meine Raketen nutzlos macht. Alles ist gut. Cool, ja, aber... Es läuft, glaube ich, besser als letztes Mal, wenn auch noch knapp. Ja, immer noch kein Opfer, okay. Ja, die kommen erst später, glaube ich. Was? Warum kriege ich Blöcke? Weil ihr eine Ahnung von dem System habt, das ihr haben wollt.
Zumindest theoretisch. Vor allem, wenn die hier durchlaufen, sind doch die Hüpfer dann am Ende doch komplett im Vorteil. Ja, deswegen sagt ihr eigentlich, dass wir direkt hier doppelt bauen. Wenn nicht hier direkt. Ja. Dann kommen wir mit dem Block, mit dem Strommasten da nicht hin. Das war mein Skype. Nein, das war meins. Das war unser beider Skype offenbar. Danke. Bitte. Ja, müssen uns mal was überlegen. Ja, was ich mir gedacht hatte, weil da zwei rein macht überhaupt keinen Sinn. In meinen Augen. Weil? Weil wir da mit den Masten da nicht hinkommen. Da müssten wir ewig um den Masten rumbauen. Und im Endeffekt könnten es dann entweder auch drüber springen oder wir haben hier eine 4 oder 5 dicke Wall. Was? Ihr könnt es allerdings, wenn du mir kurz zusiehst, so bauen, dass die hier zwischen den Masten durchlaufen müssen. Und dann nehmen wieder zurück. Also praktisch schon so eine Insel drumherum. Bahnhof? Säure. Ich hab dich nur angeguckt, hab dir gesehen, du plötzlich umgekippt bist vor mir. Ja. Oh. Ja, wie gesagt, dass die hier praktisch rumlaufen, muss eine Art Insel, wo wir dann unsere gesamte Verteidigung drauf aufpappen. Dann nehmen hier hinten ganz normal weiter, hinten runter. Da können die Springer aber auch drüber. Nee. In dem Fall nicht. Die können eins springen. Eins springen, eben. Das Ding würde dann zwei breit werden. Aber hier ist es doch nicht zwei breit. Wo? Ich bin blau auf der Map. Ach recht, du warst jetzt ja blau. Da. Oder willst du das dann hier 3 oder 4 dick machen? Ne, das hier würde dann tatsächlich noch 1 dick bleiben, das stimmt. Ja, siehst du, allerdings kommen die ja sowieso erst hier vorne raus. Wenn ich mich nicht erinnere. Von daher ist das dein. Ne, die kommen auch von da hinten raus. Genau deswegen wollte ich eigentlich, dass wir das eins lassen. Weil das eh scheißegal ist. Weil dann könnten wir hier, ist nämlich noch die Möglichkeit, die Wall hier zwei dick zu machen. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Naja. Wir sollten euch so eine konzentrierte Verteilung haben, die auf so verschiedenen Wänden aufzubauen, das klappt nicht so gut von der von der Amp-Effizienz her. Amp und Verstärkerturm auch, ne? Apropos Amp und Verstärkerturm, die sollen wir vielleicht auch langsam bauen. Ja, da warte ich schon länger darauf, dass mir irgendjemand eine Plattform hinpackt, wo es Sinn macht. Ja, erstmal brauchen wir ein Design. Ja, dann macht mal ein Design, weil ich bin dazu zu doof, um hier ein vernünftiges, starkes, funktionierendes Design hinzusetzen. Das Ding ist, wir kriegen später auch nicht mehr so viel Türme. Naja, klar. Das heißt, zum Beispiel eine 3 dicke Wall gibt's nicht. Das sind zu viele Türme. Und wenn wir das andersrum aufrollen, dass wir praktisch von links nach oben leiten. Dann hier auf dem freien Feld praktisch so eine Verteidigungsinsel aufbauen. Wo wir dann durchlaufen müssen. Könnte man machen. Wäre aber, glaube ich, ziemlich Verschwendung. Na wohl. Na, nicht normal. Oder eben, wir leiten beide separat ein und lassen die dann hier in gemeinsames Verteidigungsgebiet reinlaufen. Aber dann benutzen wir ja den Platz, ja. Und
Ja, den Platz können wir anderweitig nutzen. Ich meine, wir haben eh mehr Platz, als wir brauchen. Ah, oh, das stimmt. Als wir von den Türmen nutzen können. Ah, oh, keine Ahnung. Mir persönlich gefällt halt so eine Insel nicht, weil man da überall drüber springen kann. Vor allem um die Ecken. Weil die Springer können ja auch diagonal. Ja gut, aber wenn die so über eine Ecke springen, das ist praktisch nur so ein Spiel, glaube ich. Das ist was? Null so ein Spiel. Ja, du hast einen Block. Aber die brauchen kein wenig Zeit, um zu hüpfen. Eben. Ja, dann halber Block. Das ist dann auch wieder egal. Muss man überlegen, wenn man berechnet, ne? Die Zeit, die man einspart, wenn man eine Ecke quasi exakt schräg schneidet, ist nicht so wirklich viel. Ich meine, es ist schon eine Menge, aber es ist nicht so viel, wie man meinen könnte. So ein Wert von 1, was nochmal? Ich glaube, keine Ahnung. Ich habe im Kopf gehabt, dass da irgendwie so ein 1, Wert war. Habe ich aber vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren das erste Mal gehört, also. Ja. Ich habe gedacht, da bist du vielleicht mehr Ahnung von. Nicht wirklich, ne. Ist in dem Fall aber relativ. Weil wir hier eine ganz andere Welt haben. Wir haben hier eine Blöckchenwelt. Ja, das ist ja im Endeffekt egal. Ob du das Blöckchen hier hast oder Kästchen im Notizheft. Nee, eben nicht. Das muss man sagen. Der eingesparte Weg hat keine Kommazahlen hier. Der ist da oder der ist nicht da. Ja, aber er ist groß. Er ist eben definiert groß. Aber nicht durch Kommas. Ne, durch Zahlen. Ja, durch Sekunden. Die man sich wiederum durch die kommatierten Längen gewinnen kann. In Verbindung mit der Geschwindigkeit. Ja, du weißt nicht, was ich meine. Egal. Du erklärst es auch schlecht. Mit Verlauf. Ja. Weil ich nicht weiß, wie ich sowas erklären soll. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Leiten wir jetzt die Außen-Trenchen rum oder leiten wir die hinten zur Insel oder leiten wir sie in der Mitte zu Trenchen? Mach du mal. Ich habe das letzte Ding gemacht und so meine Quellen. Gut, ich bin für die Mitte. Oh, falsch. Dann halte ich mich auch da raus, weil ich zu dumm dazu bin. Ich sag mal, dass ich zu dumm dazu bin, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich hätte nur leider keine Ahnung von dem Kram, den ihr vorhabt. Nehmt euch mal die Türme, die ihr haben wollt. Beziehungsweise jeder nimmt sich seine eigenen Türme wieder, die er wieder aufbauen kann am besten. Ja, oder so. Genau, ist noch besser. Mein Turm ist praktisch der da. Was ist meins? Die ist auch mir. Ja, du, war mir noch nicht passiert, okay. Den Punkten nachzuurteilen haben wir ähnlich viel gesetzt, witzigerweise. Jo. Nur, dass du 16 Plattformen hast. Gut, die hat mir Markus gegeben und das sind die nicht belegt waren. Naja. Wer kam springen jetzt überhaupt da links raus oder kam nur von oben? Dieses war wechselnd. War wechselnd, okay. Ich glaube, die kam erst von oben und später dann von der Seite aus. Okay. Ich erinnere mich nämlich, dass wir irgendwie das Problem hatten, dass die nämlich gerade hier rüber gehupft waren, direkt gerade aus dem Kern zu marschiert waren. Aber es waren nur wenige. So, die erstmal kurz wo ablegen, wo sie nicht stören. So.
mal schon, machen wir es am intelligentesten. Vor allem diese Plattformen, die wir hier raufbeschwören, aus diesem klaren schwarz-weißen Material sind fast gar nicht dreckig oder so, oder nur leicht dreckig. Und einfach unglaublich viel besser und technischer und moderner aussehen als der ganze Rest. Ist halt das Land von Brightholm. Und die Dinger kommen direkt aus unserem Schiff. Wir wandern wir im Schiff? Schon von Anfang an. Aber wir krabbeln doch immer durch den Dschungel und so. Nee, wir machen nur am Dschungel Pause zum, weiß ich nicht, Solarzellen auftanken oder so, oder Picknicken, genau. Klar. Ja, aber in der ersten Mission siehst du, oder, na, siehst Mission nicht direkt, Welt aber. Retten. Ziele, Picknick. Jo. So, ich glaube fast, das sollte so eigentlich ganz gut passen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch 12 Millionen Türme. Dann kriegt die linke Welle die Leute, die von links kommen, aber nur einmal unseren Massenschaden ab. Das ist wohl wahr, ja. Aber das muss reichen. Davon abgesehen, egal wie wir das machen. Es ist immer eine Seite, die mehr kriegt als die andere. Ja, aber wenn du mal so schaust, Simon. Der Bereich hier, in dem ich jetzt stehe. Ja. Grün. Wenn du den doppelt setzt, hast du hier ein riesiges Feld, was du gar nicht nutzen kannst. Wenn du es einzeln setzt, können die auch hier rüber hüpfen. Das ist unpraktisch gemacht, würde ich sagen, oder? Wenn du die ganzen Teile um zwei Blöcke weiter verschiebst, zwei Blöcke weiter zu mir, dann hast du nämlich den Pfeiler mitgenutzt als Eckpfosten, problemlos. Stimmt, es ist nur eine geringe Verzögerung, die wir hier erzielt haben, ja. Und hast damit dann gleichzeitig weniger, ganz, ganz viel Plattform gespart. Ja. Gehst du mir aus dem Bild? Nee. Wecksack. Ich glaube, Simon hat aber jetzt wieder was komplett anderes verstanden. Ja. Du, ist... Er hat es komplett anders verstanden, ja. Komm, gib die Plattform rüber. Wo bist du, Grün? Na, Pfeil da. Danke. Dann mach du mal.